Leute, willkommen auf meinem Kanal im LS22 auf der Riedwelle. Ja, wie ihr seht, hat sich hier ein bisschen was getan. Ich habe heute Abend viel aufgenommen und muss ganz ehrlich sagen, ja, habe versucht, ein Mikrofon einzustellen und habe dann festgestellt, dass das rauscht immer. Ja, das heißt, die Folgen, die kannst du, kann man alle in die Tonne kloppen. Aber mal gerade hier so im Schnelldurchgang. Was haben wir so gemacht? Also, wir haben über 5 haben wir das Stückchen Wiese hier gemäht. Weil ich dachte mir, oh, das ist eigentlich gar nicht so eine ganz kleine Fläche, da kriegen wir bestimmt ein bisschen Futter raus. So, dann haben wir die 69 hier oben gemäht. Haben alle Flächen fertig gedüngt. Ich glaube, das habe ich auch schon im Zelt, oder? Weil wir hatten ja mal angefangen und dann ging das los mit meinem Mikrofon. Wahnsinn, sage ich jetzt mal. So, dann haben wir eben eine Mische Futter gemacht, um die Kühe wenigstens noch mal ein bisschen zu versorgen. Da muss ich gucken, das Video kann ich glaube ich sogar verwenden. Das rauscht nicht ganz so stark, hoffe ich. Ich habe hier, wir konnten ja gar keine Schafsmilch irgendwie verarbeiten oder so. Ist mir mal so eingefallen, als ich mal, ich habe ja hier die Milchschafe hingetan. Dann habe ich hier eine Molkerei unten. Die Schafsmilchmolkerei hingestellt. Hab gedacht, ich kann die wieder verkaufen. Ich dachte, das geht ja gar nicht im LS22, dass man Produktion da irgendwie wieder loswerden kann. Dann habe ich hier auf Bauplatz 2, den habe ich gekauft, da habe ich dann Verkaufsstation oder Verkaufsgebäude für. Also ist ein Molkereizentrum. Ja, warum hier? Es fehlt aber irgendwie so ein Icon, fehlt hier. Naja, muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwie dahin gebastelt kriege. Und da war, da kann man Milch verkaufen, da kannst du Schafsmilch, Käse verkaufen und. Und Schafsmilch halt auch. Weil da hat man nämlich bisher, ich weiß gar nicht, ob jetzt was angezeigt wird. Milch. Milchzentrum. Hier gibt jetzt noch eine zusätzliche Verkaufsgeschichte für die normale Milch. Ja, Käse kannst du auch hier verkaufen. Normalen Käse. Jetzt bin ich mal gespannt bei der Schafsmilch. Was die denn so sagt. Komm, wir haben aber auch einiges hier, ey. Also Milchzentrum gibt es hierfür auch Geld und für Schafskäse gibt es auch Geld. Preisänderung anzeigen. Jetzt im Oktober hat er seinen höchsten 6,8. Wo sind wir jetzt? Bei 6,5, also würde ich jetzt auch noch. Die hat auch im Oktober auf 2,5. 2,4 fast. Also es ging auch noch. Ja, wäre jetzt auch kein Ding. Ja, das wäre das. Dann haben wir auf der 1 auch noch mal eine Grasfläche jetzt. Also heißt, wir haben jetzt 1, 2. Ich zähle die mal mit hier. 3, 4, 5, 6, 6 mal Wiese. Also das sollte ja wohl schicken. Also ich hoffe jetzt, das reicht dann mit Mais Plus. Ja, ich bin da. Wie gesagt, ich bin ein bisschen vorsichtig geworden. Würde jetzt hier oben noch bei der 69 eben noch die Rinder frei schwaden. Hier haben wir es ja jetzt gemacht. Und jetzt müsste ich eigentlich mal gucken. Ich muss walzen. Freund, ich muss walzen.
Das habe ich gemulcht hier in der Mitte und habe dann außen neu rumgesät. Dann war ja der Fauxpas, der Crossplay hier die zwei Felder zusammenpackt. Macht er allerdings bei mehreren. Ne? Der würde jetzt hier die zwei auch zusammenpacken. Und haben wir noch irgendwas nebeneinander liegend? Ich glaube, die 2 und die 3, die macht er einzeln. Nee, die würde er mit der 46 machen. Die 2 und die 3, das hatten wir ja das Thema. Die 5, das ist alles einzeln. Ja, sonst ist einzeln eigentlich. Ja, und ich hatte eigentlich gedacht, ich kaufe, haben wir hier unten auch noch Land. Ach du meine Güte, wusste ich gar nicht. Und ich wollte eigentlich die Verkaufsstelle, wollte ich hier unten hinsetzen. Wie ein Wilder hier losgerast und lande auf Bauplatz 2. Da denke ich, ah ja gut, dann baust du sie dahin. Und somit sind wir stolze Besitzer von der Molkerei. Oder von Zweien. Aber kann ich mir noch als erster, als Landwirt so vorstellen, dass man auch so seine Produkte so ein bisschen vermarktet. Ist zwar schöner, wenn du so eine Hofkäserei oder sowas hast, oder so eine kleine Hofmolkerei in dem Sinne. Ist schon, wäre natürlich idyllischer, ja. Aber wir schauen mal. Schauen mal, da kriegen wir schon irgendwie alles hin. So. Das heißt, wir fahren nach Feld 69. Jetzt habe ich natürlich nachts geschlafen. Es ist hier auch wieder eine Wachstumsstufe drauf. War ich auch etwas verblüfft. Halt, ich bin schon wieder falsch gefahren. Oder? Ja, bin ich. Ich hätte da vorne abbiegen müssen. Nein, dichten Verkehr. Ja, war schon gut viel Arbeit. Ey. Die Düngerei, das muss ich schon mal sagen. Schon so ein kleiner Marathon gewesen. Naja, aber man sieht sofort, wohl mit dem aufbereiteten Gras, das ist schon was anderes. So. Da kann man schon nicht meckern. Wenigstens. Ja, das packt er noch. So, gerade mal was gucken. Noch anfangen, nachher noch die großen Wiesen zu mähen. Das ist natürlich auch nochmal. Ach, der ist ja gar nicht steif, stimmt der, der war ja auch flexibel. Ja, wenn man nämlich keinen Zugang zu dem Land hat und da fliegt nämlich auch alles drauf, dann kriegst du Hände wieder runter. Das ist schon erstaunlich.
Ja, ab jetzt sieht er auch auf September. Wir haben nächsten Monat, wie gesagt, geschlafen. Und ab jetzt haben wir 2 Tage, meine ich. 2 Tage habe ich eingestellt pro Monat. Ich möchte es mal ausprobieren. Umstellen kann man ja immer noch, wenn wirklich, wie gesagt, wenn man gar nichts zu tun hat. Aber ich denke mal, wir werden schon unsere Beschäftigung haben. Ne? Wenn wir gerade die Städte auch Molkerei jetzt haben und alles, dann wird ja auch die ganze Ware, die muss ja auch dann gefahren werden. Auf jeden Fall dürften wir jetzt sehr gut Weiden haben. Also sehr gut Gras haben eigentlich. Also eins muss ich dem hier lassen, der verbraucht gut Diesel. Das ist aber einer der ganz wenigen Male, dass das hier geklappt hat mit der Anhalterei. Oh, ihn müsste ich vielleicht mal wieder aktivieren, oder? Nein, er muss aufgefüllt werden. Ja, das machen wir jetzt mal. Das kann man jetzt gerade eben schnell zwischendurch machen hier. Ich hatte den kleinen Deutz, habe ich wieder zurückgegeben. Ich hatte mal hier so einen kleinen D06 Allrad, aber der schaltet die Gruppen nicht automatisch durch. Das heißt, wenn der im Rückwärtsgang ist, dann musst du von Hand wieder alles umschalten. So. Ich habe jetzt auch mal hier die ganze, also hier einkaufen und also dass der Helfer einkauft, das habe ich jetzt mal alles weggelassen. Wir hatten hier so ein bisschen, das kommt dann hier wieder, der Rest kommt wieder ins Silo. Was wir natürlich holen müssen, das ist klar, das ist Kalk. Also da wird man nicht drum rumkommen, da wird man hier eine Menge, wenn du hier die ganzen Flächen all kalken möchtest, der wird mir da ganz schön derbe. Ganz schön derbe. Gucken. Aha. Sehr schön. Müssen wir nur gleich mal irgendwann sehen, dass wir den Rest vom Boden holen. Ich
finde den Hänger hier cool. Ein Scheifelchen haben. Die Ballen müssen wir auch noch hier wegholen. Ja, der pH-Wert ist schlecht, also wir müssen auch alles wirklich kalken. Ganz normalerweise mit 40 Tonnen fahren. Mit Streueinrichtung. Aber guck mal, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und würde sagen, wir sehen uns. Habt eine schöne Zeit. Bis dann.